diesem Video zeige ich dir, wie du ganz einfach deine eigene Hafermilch zu Hause selber machen kannst, sodass du auf die teuren Alternativen im Supermarkt verzichten kannst. Und falls du neu bist auf diesem Kanal, erstmal hallo, vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke anzuklicken, damit du die wöchentlichen Videos und Updates nicht mehr verpasst. Hafermilch ist so ziemlich die billigste pflanzliche Milch, die du dir selber machen kannst. Und wie immer, für einen Liter pflanzliche Milch nehme ich immer ein ganzes Glas voller Haferflocken und weiche das erstmal ein mit Wasser, mindestens 5 Stunden oder einfach über Nacht, damit die Antinährstoffe, die deiner Verdauung und deinem Darm Probleme bereiten können, abgebaut werden. Anschließend nehme ich dieses Einweichwasser natürlich raus, spüle die Haferflocken nochmal schön durch und haue sie dann erst in den Mixer und gebe dann 3 Gläser reines Wasser noch dazu und vermischt das alles. Und dann hast du deine Hafermilch fertig. Ihr müsst danach nur noch durchsieben, durch so ein Nusssieb, und damit ihr diese Haferflöckchen da wegkriegt. Es sei denn, ihr habt einen super starken Leistungsmixer und euch stört es nicht, wenn da minimale Haferflockenstückchen in eurer Milch drinnen sind. Bei mir ist der Mixer nicht so leistungsstark und generell kann man die einfach nochmal rausfischen, damit die ganz, ganz smooth ist, die Milch. Genau. Wie im Supermarkt. Genau, und das war es auch schon. Einfach auf Mix, auf Play, auf Go drücken und dann einfach schön shaken, durchshaken. Und dann habt ihr schon eure selbstgemachte Hafermilch. Mit den Überbleibseln von der Hafermilch, also mit diesem Haferkörnerrest, den einfach bitte, bitte nicht wegschmeißen, sondern einfach aufbewahren im Kühlschrank. Ihr könnt es einfach als Porridge oder in euren Smoothie dann noch rein tun, als zusätzliche Eiweißquelle oder wie gesagt ein Porridge draus machen oder in einen Porridge auch dazugeben. Oder es gibt auch Rezepte online, habe ich auch gesehen, für so Hafercrackers. Ich kann auch sowas mal ausprobieren und auf meinem Kanal hochladen. Mache ich jetzt persönlich nicht, weil ich es, wie gesagt, als Smoothie-Zusatz oder Brei verwende. Aber das wären nur noch ein paar Anregungen, damit ihr das nicht wegschmeißen müsst. Auf keinen Fall. Und danach einfach abfüllen in eine ehemalige Milchflasche bei mir. Und die hält so circa 2 Tage im Kühlschrank. Wie gesagt, habe ich bei meinen anderen Videos auch schon gesagt, einfach einfrieren, wenn es ihr nicht schafft, innerhalb von 2 Tagen die aufzutrinken. So, jetzt weißt du, wie man seine eigene Hafermilch selber machen kann. Es ist, wie gesagt, total einfach. Die Haltbarkeit bei mir persönlich ist 2 Tage. Ab Tag 3 wird es im Kühlschrank, fängt es irgendwie schon an, säuerlich zu werden, was nicht so gut ist. Es ist immer ein komisches Zeichen, wenn ein Geschmack oder Konsistenz oder auch die Optik sich von den selbstgemachten Produkten verändert. Also bei mir, wie gesagt, hält es im Kühlschrank nur 2 Tage, aber man kann ja, wie gesagt, immer einfrieren und bei Bedarf dann wieder ausfrieren, also wieder auftauen lassen. Das ist das richtige Wort. Genau, wenn ihr halt quasi größere Portionen machen wollt, auf einmal, dann einfach einfrieren und nur das verwenden, was ihr innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen könnt. Genau, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt und dort könnt ihr übrigens auch meine kostenlosen Newsletter abonnieren. Dort erhält ihr dann immer wieder Updates, Insider-Tipps und Infos und Updates. Also lasst euch das auf jeden Fall nicht entgehen. Ich stecke da immer sehr viel Liebe rein und hoffe immer, dass meine Tipps euch irgendwie weiterhelfen können. Genau, meine Lieben, das war auch schon das Video für heute. Viel Erfolg beim Nachmachen, gutes Gelingen und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag bei einem neuen Video. Macht's gut, tschüss!